Ich sitze hier auf einem Bunker und das ist ziemlich erstaunlich, denn dieser Bunker ist in einem der schönsten Parke von Zürich, direkt am Seeufer. Er steht sogar mitten auf einem Weg, auf einem Spazierweg und die Leute müssen darum herumgehen. Und wissen Sie was? Die müssen noch lange darum herumgehen, denn er steht heute unter Heimatschutz. Und warum ist das wohl so? Nun, dieser Bunker hat eine Geschichte. Während dem Zweiten Weltkrieg wollte die Schweiz die Alpen direkt ab diesem Punkt verteidigen. Und das ist doch ziemlich erstaunlich. Hinter mir wäre dann Deutschland und alles vor mir wäre die Schweiz. So lächerlich das heute tönt, das war todernst 1940. Und um Verteidigung geht es heute. Der Zweite Weltkrieg ist zwar vorbei, aber es ist sicher nicht der letzte Krieg, den die Menschheit führen wird. Hier in Europa auf jeden Fall müssen wir die Menschenrechte verteidigen. Und zwar noch für viele, viele Jahre. Als ich kürzlich mit einem Kunden zusammengesessen bin und ihm geholfen habe, ein europäisches Portfolio mit Großfirmen zusammenzustellen, da ist ein Unternehmen mir sofort in die Augen gesprungen. Und zwar ein Unternehmen in der Verteidigungsbranche. Es ist mir aufgefallen wegen dem interessanten Namen. Rolls-Royce. Rolls-Royce macht heute keine Autos mehr. Sie machen heute Maschinen, Engines, also Motoren, für die Flugzeug- und Verteidigungsindustrie. Und das überrascht mich. Warum hat ein Unternehmen wie Rolls-Royce gute Obermatträge? Gerade heute ist die Verteidigungsindustrie wieder interessant und das bedeutet, solche Unternehmen sollten eigentlich teuer sein. Ich will es also genauer wissen. Diesmal möchte ich die Obermatt-Ränge genauer anschauen. Ich möchte die Zahlen wissen, die hinter den Rängen stehen. Und ein guter Platz dafür ist die London Stock Exchange. Denn sie haben alle Finanzzahlen und auch die letzten News. Ich schaue mir zuerst die Fundamentalzahlen an. Und da sehe ich, das Unternehmen ist ein Gorilla. 16 Milliarden Marktkapitalisierung. Das ist riesig. Sie zahlen auch gute Dividenden mit etwa 3%. Schön ist, dass sie wenig Hebel haben. Das Net Gearing ist nur 8,68%. Das erklärt auch die guten Obermatt-Sicherheitsränge. Also schaue ich mir die News an. Überraschend schön ist, alle kürzlich erschienenen Neuigkeiten, Nachrichten haben die Aktienpreise erhöht. Nun frage ich mich, da Rolls-Royce keine Autos mehr macht, wem gehört das Unternehmen heute? Leider finde ich keine Eigentumsinformationen auf der London Stock Exchange und ich finde sie auch nicht auf der Webseite. Manchmal haben Unternehmen auf ihrer Webseite Informationen über die größten Aktionäre, aber bei Rolls-Royce ist das nicht der Fall. Ich finde die Antwort beim Market Screener. Sie sehen hier, es gibt eine ganze Reihe großer Shareholders, aber keiner dominiert. Und alle großen Aktionäre sind auch professionelle Fundmanager. Das ist gut. Ich finde auf dieser Webseite auch die Entwicklungen der Analystenempfehlungen, Analyst Recommendations hier. Was mich überrascht ist, dass in der letzten Zeit kaum irgendein Wechsel stattgefunden hat. Ich frage mich deshalb, warum. Ich gehe aufs Internet, google das Unternehmen und finde nichts Gescheites. Also gehe ich zur Financial Times. Dort erkenne ich die Schwierigkeiten, die Rolls-Royce heute hat. Sie haben Probleme mit einem wichtigen Motor, einem Engine, der auch in der Flugzeugindustrie gebraucht wird. Nämlich im Boeing 787 Dreamliner. Diese Probleme können dem Unternehmen fast 1 Milliarde kosten, wie geschätzt wird. Rolls-Royce muss diese Motoren reparieren und teilweise ersetzen. Es gibt auch noch einen Betrugsfall, der über dem Unternehmen hängt und das ist auch nicht besonders gut. Trotz all dieser schlechten Nachrichten ist etwas wirklich gut. Das Management von Rolls-Royce kooperiert vollständig mit den Gesetzgebern und Regulatorien. Sie sind absolut transparent über die Problembehebung. Und das mag die Finanzwelt. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Vergessen Sie nicht,
Uns interessiert nur die Zukunft, denn die Vergangenheit ist schon im Aktienpreis enthalten. In der Zukunft können natürlich wieder schlechte Neuigkeiten entstehen, schlechte Nachrichten auf den Markt kommen, aber ich vermute, dass das nicht der Fall ist. Ich vertraue dem Management und entscheide mich, Rolls-Royce zu kaufen. Das ist meine Entscheidung. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit Ihrer Entscheidung.